Das Basketball hat ziemlich strikte Schrittregeln. Man kann also nicht früh genug damit beginnen, im Unterricht ein bisschen etwas davon zu erlernen. Nach dem allgemeinen Aufwärmen, ich weise auch auf unser Video Dribbelübungen hin, beschäftigen wir uns genauer mit dem Dribbling. Wer regelgerecht stehen bleiben will, der muss auch schon beim Dribbeln und auch beim Laufen schon auf einen besonderen Rhythmus achten. Wir beginnen mit einem Nachstellschrittlauf. Schüler, die mit der rechten Hand dribbeln, sollen das linke Bein immer vorne weg haben und das rechte Bein nachziehen. Wenn wir jetzt jedes Mal, wenn das rechte Bein vorgeht, den Ball zu Boden prellen, ergibt sich ein schöner Dribbelrhythmus. Linkshänder üben natürlich genau gegengleich. Das Dribbling sieht zwar jetzt noch nicht so super gekonnt aus, aber mit diesem kleinen Trick bereiten wir den Stoppschritt sehr gut vor. Hier sollen die Schüler nun zu einem am Boden liegenden Reifen dribbeln und in dem Reifen stehen bleiben und dann ihren Ball dem Partner abgeben. Wie man sieht, ergibt sich der Stoppschritt relativ zwingend aus dem vorhin eingeübten Dribbelrhythmus. Die am Boden liegenden Reifen bergen allerdings ein kleines Gefahrenmoment in sich. Sie können leicht wegrutschen, wenn man draufsteigt. Die Schüler sind daher darauf hinzuweisen, dass sie besonders sorgfältig in die Mitte des Reifens hineinspringen. Nun kann der Sternschritt erklärt und gleich an die Stoppschrittübung drangehängt werden.